Hallo, mein Name ist Ulrike Säumel. Ich bin seit 4 Jahren hauptberuflich Trainerin für Menschen mit Hund und lebe und arbeite in Potsdam. Heute geht es um das Thema Gratisverknüpfung. Das bedeutet, wie kannst du ganz nebenbei dein Umorientierungssignal stärken und gute Gelegenheiten nutzen? Doch was ist eine Gratisverknüpfung? Eine Gratisverknüpfung bedeutet, dass dein Hund sowieso schon sich gleich zu dir dreht und du einfach diese Gelegenheit nutzt und ein Umorientierungssignal gibst. Oder aber du bist dir hundertprozentig sicher, dass er jetzt gleich zu dir schauen wird und dann kannst du auch dein Umorientierungssignal geben, wenn dein Hund sich dann wirklich zu dir umwendet, dein Markersignal und dann dein Hund belohnen. Doch woran erkennst du jetzt, dass dein Hund wirklich ansprechbar ist? Dabei hilft dir wiederum deine Ablenkungsliste, die du schon aufgeschrieben hast, weil du dadurch natürlich schon deinen Hund besser beobachten und Ablenkung einschätzen kannst. Und du kannst natürlich auch gezielt auf die Körpersprache deines Hundes achten. Dreht er zum Beispiel schon seine Ohren in deine Richtung, wenn das ihm möglich ist, nicht jeder Hund kann das, kannst du natürlich dein Umorientierungssignal abfragen, denn wenn er seine Ohren in deine Richtung wendet, wird natürlich meist auch sein Kopf folgen. Ansonsten kannst du natürlich deinen Hund auch in den Situationen erstmal beobachten und darauf achten, was tut dein Hund, bevor er wirklich den Kopf in deine Richtung dreht. Meistens gibt es viele Kleinigkeiten in der Mimik, im Gesicht oder am Kopf deines Hundes oder auch im restlichen Körper, die dir einen Hinweis darauf geben können. Und so läuft es jetzt in der Praxis ab. Wenn du dir wirklich sicher bist und 100 Euro mit mir wetten würdest, dass dein Hund sich jetzt zu dir umdrehen kann, gibst du einfach dein Umorientierungssignal, wartest darauf,